Ja, liebe Zuschauer, wir waren dieses Jahr wieder auf der AIC in Frankfurt und jetzt ist mir nachträglich noch die Frau Dr. Welpe zugeschaltet. Schön, dass das heute noch geklappt hat. Ich freue mich auch, danke. Ihr Thema war von Algorithmen zu Assets, wie künstliche Intelligenz den Investmentsektor transformiert. Wie unterstützt denn künstliche Intelligenz die Effizienzsteigerung in der Datenanalyse im Asset Management? Also künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die beeindruckende Ergebnisse in Studien vorweisen kann, dass Produktivität bei allen Tätigkeiten von Wissensarbeitern enorm gesteigert wird. Und auch Asset Managerinnen und Manager sind ja Wissensarbeiter, die Daten analysieren, Prognosen erstellen, Angebote auf Kunden zuschneiden. Und künstliche Intelligenz kann hier zum einen die Dinge beschleunigen und Kosten senken, kann Produktivität erhöhen und in ersten Studien auch Qualität steigern. Welche Rolle spielt die Personalisierung von Kundenkommunikation und Beratung durch KI-generierte Inhalte im Investmentsektor? Genau die gleiche große, wichtige Rolle wie überhaupt in der Wirtschaft. Kunden wollen am Ende keine Produkte oder Services kaufen in Einheitsgrößen, sondern individuell auf sie zugeschnittene, ihre Lebenssituation, ihre Risikopräferenzen zugeschnittene Lösungen. Und das wird ja auch angeboten. Aber oft dadurch, dass Menschen individuell sprechen, individuell etwas erstellen. Und ein Merkmal der künstlichen Intelligenz ist, dass es erlaubt, Dinge nun zu automatisieren und damit zu skalieren, die bislang nicht automatisierbar und skalierbar waren, wie zum Beispiel die Bereitstellung individueller Angebote und Lösungen. Welche Use Cases von KI werden denn bereits erfolgreich im Asset Management eingesetzt? Also überall da, wo Daten aufbereitet, verarbeitet werden, wo aus großen Datenbeständen Erkenntnisse schnell gewonnen werden müssen, ist KI im Einsatz mit enormen Zeitgewinn. Es gibt auch interessante Ansätze in der Forschung, dass zum Beispiel durch die KI-basierte Analyse von Stimmmustern bessere Prognose- und Vorhersagemodelle für die Entwicklung von Firmen möglich werden. Also weitere Informationen zu erschließen, die uns Menschen schwer oder nicht zugänglich sind, aber die KI kann sozusagen zwischen den Zeilen lesen, wenn Menschen sprechen, wertvolle Informationen für die Prognosemodelle bereitstellen und so die Vorhersagegüte nochmal verbessern. Was waren denn Ihre Highlights der AIC? Was macht für Sie die AIC so besonders? Es sind immer die Menschen, die Organisatoren angefangen, eine unglaublich dynamische Konferenz auf die Beine gestellt haben, sehr agil. Ich kann sagen, dass das Feld KI, über das ich gesprochen habe, so dynamisch ist, dass ich meine Präsentation 3 Tage vor der Konferenz abgeschickt habe, aber am Konferenztag selber war schon wieder so viel Neues passiert, dass ich gefragt habe, kann ich das noch updaten? Das war problemlos möglich. Also dieser Spirit von Can Do, wir machen es möglich und wir wollen ganz aktuell sein, hat mir sehr gut gefallen, die Stimmung. Und ja, es ist einfach eine Branche, die vieles bewegt. Gerade auch die alternativen Assets sind ja stark im Kommen und neue Technologien wie auch Web3 und KI, die für mich zusammen das nächste Internet, die nächste Generation des Internet bilden, werden enorm profitieren, gerade von den Möglichkeiten dieser beiden Technologien. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Welpe. Ich danke Ihnen. Alles Gute.